Bald gibt's wieder neue Inhalte für Rainbow Six Siege, also neue Karte und drei neue Operatoren, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 47. Am heutigen Sonntagabend möchte Ubisoft noch die neue Operation White Noise ankündigen. Was man schon weiß, klar, war schon vorher bekannt, dass es drei neue Operatoren geben soll, eine neue Karte, die da heißt... Gute Frage, weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Observationsturm ist in Südkorea Seoul. Ja klar, und dann gibt es noch den Grom-Angreifer. Genau gesagt, Angreiferin Sophia, das ist die Schwester von Ella. Und dann noch zwei neue Operatoren der Anti-Terror-Einheit von Südkorea. Ich habe Freizeitpark noch gar nicht wirklich im Blut, also die bisher größte Karte im Spiel mit der letzten Inhaltserweiterung. Blood Orchid, die habe ich noch nicht drin. Man spielt mittlerweile auch gar nicht mehr so oft eine einzelne Karte. Also man spielt sie nicht so häufig, weil es mittlerweile einfach ziemlich viele Karten, genauso wie Operatoren gibt. Kann übrigens immer noch nicht ganz verstehen, warum man Favela und Yacht rausgenommen hat. Also die Anführungszeichen Ausrede, man will die Karten überarbeiten. Ach, man hätte die Karten auch drin lassen können, solange man die bearbeitet. Kann ich immer noch nicht ganz verstehen, aber jetzt soll es wieder neue Inhalte geben. Ich freue mich nach wie vor über neue Inhalte, hoffe aber auch, dass Rainbow Six Siege nicht überladen wird. Also, die haben ja von an die 100 Operatoren mal gesprochen, Ubisoft. Das wäre mir eigentlich so viel. Es soll auch noch ein drittes Jahr mit neuen Inhalten in Aussicht gestellt werden. Ubisoft hat gesagt, das wäre durchaus möglich. Würde ich mich freuen, aber ich bin da auch etwas zwiegespalten, weil irgendwie wird es ganz schön viel, oder? Also ich brauche jetzt zwar auch kein Rainbow Six Siege 2 in einem Jahr oder so, aber vielleicht schraubt man einfach die Inhalte, wie viele man in einem Jahr rausgibt, etwas zurück, denn weiß nicht, also wie gesagt, man spielt die einzelnen Karten recht selten, weil es mittlerweile eben so viele gibt. Da muss man auch versuchen, eine Balance zu bewahren. Genauso wie mit mehreren Operatoren, dass nicht einer zu stark ist, der andere zu schwach. Ach ja, mehr Inhalte heißt auch gleich mehr Balancefindung. Naja, also wie gesagt, heute Abend soll es neue Informationen geben. Ich bin schon gespannt und ja, wünsche euch erst einmal wieder eine neue schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.